Antwort als Stenovit, willkommen, Understroke Steno. Das braucht nicht unbedingt eine Videoantwort sein, die nur unnötig die Verwendungsmöglichkeiten des Videos einschränkt. Es reicht ein Video, dessen Name in YouTube oder Google suchbar ist und der im Kommentar genannt wird. Punkt. Zweckmäßigerweise sollte der Name nach obigem Schema in Langschrift vergeben werden. Punkt.